Spoiler heavy. Spoiler alert. Spoiler alert. Spoiler, spoilers. Spoiler alert. Spoilers ahead. Markus, Elena und Freddy. Spoiler warning is in effect. Willkommen zurück zur, jetzt muss ich wieder raten, ich glaube 25. 24. 25. Sendung. Boah, bestimmt. Du bist da viel besser im Thema als ich. Keine Ahnung. Ja, anscheinend bin ich nicht besser im Thema, weil ich habe schon wieder vergessen nachzugucken. Ich meine, wir haben die 24. oder 25. Folge diese Woche. Habe ich doch gesagt, 25. Richtig. Und nach der Ankündigung letzte Woche ist Markus dieses Mal nicht wieder nicht bei uns. Nein, 24. 24. Sendung heute, verdammt. Okay, nächste Woche also unser Viertelhundertjähriges. Ja, hoffentlich zu dritt. Also großes Ding. Markus ist ja jetzt direkt nach Tunesien abgehauen, das Schweinchen. Er kommt zwar bald wieder, aber ja, diese Woche fehlt er leider. Ich hoffe, dass er nächste Woche wieder da ist, weil nächste Woche ist ein Termin, von dem ich ein bisschen Angst habe, weil da geht es nämlich um Anime-Filme. Und da hab ich auch ja, da muss er dabei sein, also für mich auch. Gut, aber worum geht es denn diese Woche, Elena? Weil wir sind ja auch wieder top vorbereitet auf die aktuelle Sendung. Richtig, wir haben wieder ein paar interessante Kinostarts für euch, unter anderem die Jones, Lombok, Power Rangers und Life, in dem auch Ryan Gosling mitspielt. Und, Ryan Reynolds mitspielt und über den sprechen wir heute. Die Ryan Gosling-Sendung hatten wir schon, auch wenn da Elena gerne zurückgehen würde und nochmal eine Ryan Gosling-Sendung. Ist doch alles das Gleiche. Der ein oder andere Ryan. Alles Ryans. Beide Ryans haben viele Frauen. Dazu kommen wir bestimmt auch noch zu dem Thema. Wir fangen aber natürlich erstmal mit den Kinostarts an. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem Kinostart an, zu dem du wahrscheinlich am wenigsten Meinung hast. Das ist Power Rangers. Was heißt am wenigsten Meinung? Ich habe die ganzen alten Folgen habe ich nie geguckt, hat mich auch nie interessiert. Dich? Nö. Ich weiß, was die Power Rangers sind. Ich weiß, welche Rangers es gibt. Ich habe seit vorgestern eine Jogginghose mit Power Rangers Köpfen drauf. Wieso denn das? Das ist so eine lange Geschichte. Dachtest du, du hast einiges aufzuholen jetzt, wo der Kino startet? Nö, ich habe eben, das ist so ein Ding, wo du halt Klamotten bestellst, aber nicht weißt, was du bekommst und bekommst halt irgendwas zugeschickt, was dir halt passt, aber du weißt nicht, was es ist. Letztes Mal war es ein Pulli von Rick and Morty, dieses Mal ist es halt eine Jogginghose mit Power Ranger Köpfen drauf, die mir nicht wirklich steht, aber über die sich meine Freundin gefreut hat. Mein Gott. Na, wenigstens eine. Das ist meine nächste Beziehung zu Power Rangers. Also ich kann wirklich nicht viel damit anfangen. Es ist nicht mein Ding. Es ist halt aus diesem großen Universum, was ja viel aus Japan auch gekommen ist mit Voltron und so weiter, gibt es ja viele, viele Sachen mit Robotern und den Power Swords und so weiter. Also das Camp ist ja alles im Endeffekt das Gleiche und man weiß nicht genau, was da angefangen hat und so weiter. Das Lustige ist ja, wirklich die Power Rangers geben, tut es ja auch wieder nur wegen Saban. Ich habe mich da nicht mehr so genau reingelesen, ich habe es nur mal gehört und zwar irgendein Millionär, Milliardär, irgendein Typ, der viel Geld hat gesagt, hey, warum gibt es eigentlich keine Power Rangers-Filme mehr? Hat die Lizenz sich gekauft, hat ein paar Schauspieler gemacht, sich gecastet quasi und gesagt, macht mir jetzt einen Film und unterhaltet mich. Und weil er die Lizenz gekauft hat, heißt es eben nicht Power Rangers, sondern es heißt Sabans Power Rangers. Und Saban ist quasi das Geld hinter dem Ganzen. Ja, und daher wurde das jetzt wieder auferlebt. Also das ist auch so eine Nostalgie-Geschichte eigentlich, warum es diesen Film überhaupt gibt. Und der ist relativ low-budget produziert worden. Der einzige Schauspieler, den man aus dem Film kennen sollte, ist Bryan Cranston. Und das Lustige ist, Bryan Cranston werden die Deutschen wieder nicht sehen, weil Bryan Cranston nur eine Stimme ist. Bryan Cranston, bekannt aus Breaking Bad natürlich, als hier Heisenberg und sowas. Er ist aber nur die Stimme von dem, ja, ich sag mal Chef der Power Rangers, weil das Gesicht ist auch nicht wirklich erkennbar, sag ich mal. Das heißt, der einzige halbwegs bekannte Darsteller in diesem Film ist für die Deutschen auch wieder nicht da. Aber Elizabeth Banks spielt mit, die man ja auch aus den Hunger Games kennen sollte, müsste. Ja, würde ich jetzt aber nicht unbedingt allzu bekannt sehen. Außerdem, würdest du nicht, echt? Ich schon. Ich kenne Elizabeth Banks, aber sie ist keine Top-Schauspielerin, oder? Nein, aber die hätte ich jetzt eher genannt. Aber spielt die nicht wieder jemanden, den du quasi nicht erkennst? Die ist doch auch wieder unter 5 Tonnen Make-up quasi. Doch, die habe ich im Trailer sofort erkannt. Echt? Ja. Ich dachte, die ist so eine... Die ist so ein... Ach ja, okay. Ja, okay. Doch, man erkennt sie schon, aber die ist auch so ein CGI-Monster mehr. Also man sieht nur ihr Gesicht, der Rest ist weg. Ja, genau.
Ja, aber wie gesagt, die hätte ich eher gekannt. Als als Bryan Cranston? Ja. Ich okay. Wer bin ich denn schon? Finde ich nicht gut. Elizabeth Banks hat, was hatten die sonst gemacht? Ich habe bestimmt jetzt keinen, warte mal. Elizabeth Banks natürlich auch bekannt aus, ich glaube, die hat in der Folge Scrubs mitgespielt. Dem Lego, ach ja, Second Mary Make a Porn. Wie heißt denn der Film, in dem Jungfrau, sie in einem sich männlich sucht? Gelben Kleid rumläuft. Beauty and the Beast. Was? Nein. Mit dem gelben Kleid rumläuft? Ja. Was? Das ist jetzt ein bisschen zu random. Da weiß ich gar nicht. Doch, die Mappe? Nach einer Partynacht ist sie total besoffen und ihr Auto wird abgeschleppt und dann wird sie als Prostituierte irgendwie deklariert, ist sie aber gar nicht und läuft dann vor den Cops weg, lernt dann den Typen kennen. Mädelsabend, ja, ich glaube schon. Ich glaube Mädelsabend. Kennst du nicht? Ja, war jetzt auch nicht so erfolgreich. Ja, doch, ja, Walk of Shame. Ja, also das ist eine Frau, da ist sie in einem gelben Kleid. Mhm. Gut zu wissen, habe ich noch nie was von gehört. Ja, Elenas Filmtipp für diese Woche, Walk of Shame, Mädelsabend, nüchtern zu schüchtern, mit Elizabeth Banks. Ja, 6,9 auf IMDb, kann ja nicht so schlecht sein. Ja, Power Rangers hat bis jetzt auch keine offiziellen Rezensionen, weil er offiziell noch nicht rausgekommen ist in keinem Land. Es gibt nur Early Screenings und die sind wieder relativ negativ. Hängt aber ein bisschen auch damit zusammen, dass der Film eben relativ wenig Budget hatte, relativ billig produziert wurde. Das heißt, die Effekte sind nicht so viel, aber trotzdem hat man gesagt, hey, mehr Effekte in meinen Film. Mhm. Hat sich vielleicht nicht so gut vertragen, also das Endprodukt ist anscheinend jetzt nicht so super geworden. Aber von allem, was ich gehört habe, ist es wohl für Power Rangers-Fans, die jetzt wirklich was mit dem Ganzen anfangen können und sich auf Power Rangers freuen und das im Kino sehen wollen, bestimmt genau das Richtige. Leute, die jetzt nichts damit anfangen können, müssen wahrscheinlich auch nicht ins Kino gehen. Ja, aber Power Rangers-Fans, ne? Die ganzen Power Rangers-Fans, die sind ja aus den 90er Jahren, die sind ja alle schon erwachsen, ich weiß nicht. So die ganzen 40-jährigen Männer und Frauen, gehen die da wohl alle rein? Was ich jetzt noch rausgefunden habe, es gibt... Warte mal, was? Du gehst also, Moment, wenn du jetzt sagst, das ist in den 90er Jahren... groß war und die Fans sind jetzt 40, dann gehst du davon aus, dass damals die größten Power Rangers Fans 20 und älter waren. Ich glaube, die richtigen Power Rangers Fans sind mit 13, 14. Also meinst du? Also, ja. Plus, minus. Ja, gut, aber das ist immer so eine Nostalgie-Sache. Und, man muss sagen, die Serie hat über 20 Staffeln. Also die hat sich ja schon... Bitte? Gibt ja ganz viele Serien auch. Die hat sich ja schon über Jahre hingezogen, ne? Also ja, ist schon. Die Spanne vom Alter her, denke ich mal, schon ein bisschen größer. Also ich würde auch sagen, wir hatten letzte Woche Schöne und das Biest. Das ist auch eine reine Nostalgie-Sache. Also da gehen ja auch Leute rein, die vielleicht mit ihrem Alter nicht in solche Filme gehen würden, wenn es nicht Nostalgiewert hat. Also ich sag mal, so ein Film, Schöne und das Biest, ist immer tausendfach erfolgreicher als sowas wie Moana, wo es keine Kindheitserinnerungen gibt. Also damit überlebt ja Hollywood momentan, einfach Ideen wieder aufzufassen, die irgendwelche Leute in ihrer Vergangenheit schon mal gesehen haben, weil neue Sachen nicht funktionieren. Das stimmt. Neue Sachen natürlich. Die Jones, Spione von nebenan oder sowas heißt der auf Deutsch. Ich würde da echt nicht viel drüber reden. Der Cast ist recht gut. Patton Oswalt kennt man als der dicke Freund von Kevin aus King of Queens. Der spielt da den Bösewicht. Ansonsten Zach Galifianakis sollte man kennen aus den Hangover-Filmen. Isla Fisher, bekannt aus vor kurzem hier Dingens. Ich habe ihn vor kurzem erst gesehen. Tom Ford-Film. Nocturnal Animals oder auch hier die diese Zauberfilme da, die... diese unglaublich schlechten Now You See Me, ich weiß nicht mehr, wie die auf Deutsch heißen. Ja, krass, ich dachte die ganze Zeit, das wäre Amy Adams. Nee. Amy Ohne Adams Witz. Macht so eine Scheißfilme nicht mehr. Und ich dachte, das wäre die, die sieht ihr voll ähnlich, ja, im Trailer. Weißt du, was lustig? Amy Adams übrigens, in Nocturnal Animals spielt Isla Fisher, die quasi Amy Adams also er schreibt ja ein Buch und seine Frau ist Amy Adams. Und Isla Fisher spielt quasi Amy Adams in dem Buch. Also das ist schon, man weiß schon, dass die sich sehr ähnlich sehen. Also das weiß Hollywood auch. Ansonsten natürlich noch Jon Hamm, bekannt aus Mad Men. Und Gal Gadot, vor allem bekannt aus Fast and Furious und natürlich aktuell als Wonder Woman. Film ist wohl ganz gut, von allem, was ich jetzt gelesen habe. Vielleicht kann man ja kurz sagen, worum es denn da geht. Achso, ja, bitte fass zusammen. Und zwar geht es um eben dieses Pärchen, Karen und Jeff,
Und die wohnen in so einer relativ ruhigen Nachbarschaft und sind aber eher spießig und nicht so interessant. Und dann zieht in die Nachbarschaft ein anderes Paar und die sind eben wahrscheinlich Spione. Und dann beginnt das interessante Leben von Karen und Jeffrey, nachdem sie das herausfinden. Und der Film ist wohl genau das. Also mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Zwei verschiedene Pärchen. Das eine sind wirklich Spione, das andere sind keine. Und am Ende sind bestimmt beide Spione und das macht Spaß. Ja, ist nichts Neues. Dieses Pärchenverhältnis, Nachbarschaft, Spione, die versuchen sich gegenseitig zu töten und ja. Ich glaube, die kämpfen sogar zusammen oder so. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich habe mich ehrlich gesagt nicht so genau damit befasst. Gal Gadot anscheinend ist keine gute Comedy-Schauspielerin. Action kann sie wohl, aber Comedy kann sie wohl nicht. Ansonsten ist für mich kein Kinogang wert, ist auch von der einen Kritik, die ich dazu gelesen habe, ist es auch kein Kinogang wert, aber vielleicht in der Zukunft mal streamen auf Netflix gucken. Was ja, genau, für so einen unterhaltsamen Abend zu Hause. Unterhaltsamer Abend zu Hause natürlich auch unser dritter Film. Lombok, der zweite Teil, der ja nach Lombok mit, jetzt muss ich wieder nachgucken, weil ich den Namen kann nicht mehr, also Moritz Bleibtreu natürlich, Lukas Gregorowitz und außerdem Alexandra Neldl und Anton Wilken-Nöhring. Ja. Hast du Lombok gesehen? Nein. Ich auch nicht. Ich bin jetzt nicht so der Kifferfilme-Fan. Ich mag auch so Sachen, also ich bin kein großer Pineapple Express-Fan. Der Film ist okay, aber ich bin zweimal eingeschlafen, als ich den versucht habe zu gucken. Ist halt nicht meine Art von Humor. Meine Freundin war in dem Film lustigerweise, weil der in der Sneak gelaufen ist, vor kurzem erst. Sie meinte, er war sehr lustig. Was von den Rezensionen, was ich gesehen habe, er ist sehr lustig am Anfang und dümpelt dann ein bisschen so vor sich hin, weil man halt irgendwie merkt, der Film hat selbst Probleme, wirklich dieses Gras-Thema immer wieder aufzufassen, weil das Gras eigentlich überhaupt nichts mit dem Film zu tun hat, aber weil es halt Lombok ist und weil du halt diese Geschichte aus dem ersten Teil hast, muss immer wieder irgendwie was um Drogen gehen. Aber in Wirklichkeit ist das überhaupt nicht das Zentrum des Films und das bricht ihm anscheinend am Ende so ein bisschen das Genick, dieser Versuch immer wieder zurückzugreifen und diese Drogen aufzunehmen. Irgendwie in die Story, auch wenn das überhaupt keinen Sinn mehr macht, wenn die Basis mittlerweile woanders liegt. Und zwar geht es ja darum, dass Lukas Gregorowitz, wie auch immer sein Name in dem Film ist, mittlerweile in Dubai lebt und seine Frau hat und die ihm heiraten will, aber davor noch einmal zurück nach Hause muss. Ich glaube Düsseldorf, meine ich. Und auf jeden Fall ist da Moritz Bleibtreu, der immer noch sich versucht hat mit Pizzaservice und Drogengeschäften über Wasser zu halten. Und ja, er kommt nach Hause und trifft dann seine Ex-Frau, Ex-Freundin wieder und ja, lustige Geschichten. Und dann kann er nicht mehr zurück nach Dubai, weil er beim Kiffen erwischt wird von einem Polizisten und dann eben Ausreiseverbot hat, bla bla bla. Ja, nichts Besonderes. Ist natürlich schon einige Zeit nach dem ersten Teil vergangen, ne? Der erste Teil kam 2001 in die Kinos. Ich habe ihn zwar nicht gesehen, aber Moritz Bleibtreu habe ich gesehen auf der Berlinale dieses Jahr. Und ich muss sagen, ich fand ihn sehr sympathisch und sehr bodenständig. Er ist so ein Arschloch. Echt? Dachtest du, warum? Habe ich immer gehört. Ich dachte, er ist am Set so ein Arschloch. Ja gut, wie er am Set ist, weiß ich nicht. Er hat ein Radiointerview gegeben für das Deutschlandradio. Darf ich das sagen? Für das Deutschlandradio? Ja, das so. Konkurrenz. Konkurrenz. Nein, Quatsch. Wir arbeiten aber mit denen zusammen. Auf jeden Fall, er war relativ nett und wie er die Fragen beantwortet hat und so weiter, ist auf die Zuhörer eingegangen, auf uns auch, auf das Publikum und hat relativ bodenständig erzählt, würde ich sagen. Aber klar, er hat auch so Sachen erwähnt wie, ach, Hollywood brauche ich nicht, nee, wozu, ach jo, die ist doch alles überbewertet und so weiter. Hast du gehört? Ich habe die Ausschnitte zu dieser Aussage habe ich halt gehört, ja. Ach so, ja. Also das Interview an sich habe ich nicht geguckt, aber ich habe nur mal gelesen, dass er das und das gesagt hat. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch Bullshit. Ich habe irgendwann mal gehört, dass er sich an irgendeinem Set wohl wie ein Arschloch verhalten hat. Aber gut, kannst aber immer einen schlechten Tag haben, ne? Ja, vielleicht ist das nicht der Standard und Moritz Bleibtreu ist der netteste Mensch aller Zeiten. Wer wirklich der netteste Mensch aller Zeiten? Vielleicht ist es Ryan Reynolds. Man weiß es nicht. Aber Ryan Reynolds hat auch einen Film, der in der nächste Woche in die Kinos kommt, und zwar Live. Live jetzt mit der neuen Sci-Fi-Welle, die gerade schon wieder durch die Kinos rollt, mit Alien Covenant und zuletzt auch Arrival und ja, was wir uns alles noch so freuen können. Ich will sogar Power Rangers auch noch in die Richtung schieben. Worum geht's denn Live? Boah, das ist sowas, was mich überhaupt nicht interessiert, ne? Oh, ich finde das super geil.
Aber das ist, genau, das ist eher sowas wie deins, ne? Es ist einfach nur Weltraum, Leute, eine Gruppe von Astronauten, die in, auf einer Raumstation leben und dann eben irgendwie Leben treffen, was intelligenter ist, als sie eigentlich erwartet hätten. Also es kommt halt eine Probe, also ich sage einfach mal eine Drohne jetzt zurück vom Mars, die es das erste Mal geschafft hat, ein lebendes Gewebe vom Mars eben runterzuschaffen und eben in einer Probe zu dieser Raumstation zu schaffen. Die Raumstation ist aber nicht über Mars, glaube ich, sondern über der Erde. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Ich meine, die sind über der Erde und bekommen einfach nur das Ding halt zugeschickt. Es stellt sich halt dann heraus, dass dieses kleine Lebewesen, was sie da gefangen haben, deutlich stärker ist, als sie erwarten. Und ja, übernimmt dann anscheinend das Raumschiff und greift die Leute an und wird sehr stark. Ich find's cool. Ich mag solche Filme. Ich mag die Alien-Filme. Ich mag, ja, was mag ich denn sonst noch? Ich mag eigentlich alle, ja, Pandorum und so weiter. Also Interstellar und so? Ja, Interstellar ist ja weniger Monster. Ja, Interstellar ist ja mehr so, wir zeigen Sterne und Zeitreisen und das macht alles Spaß. Also Alien-Monster-Filme, die Predator-Filme und so weiter, finde ich alles super. Ich freue mich auch richtig auf den Film. Ich habe mich auch nicht spoilern lassen groß. Ich habe auch nicht viele Rezensionen dazu gelesen. Es gibt auch noch nicht so viel, weil der auch offiziell in Amerika noch nicht gestartet ist. Ich hoffe einfach, dass der Film was Gutes macht. Der Cast ist super mit Ryan Reynolds, Rebecca Ferguson und natürlich einem meiner Meinung nach der unterschätztesten Stars in den letzten Jahren, Jake Gyllenhaal, der aus meiner Sicht momentan so unfassbar gute Rollen spielt und trotzdem irgendwie keine Oscar-Nominierungen oder irgendwas bekommt, obwohl er wirklich so Sachen, also die letzten Jahre sowas wie Nightcrawler, Prisoners, Nocturnal Animals jetzt zuletzt, der macht wirklich, wirklich geile Sachen. Enemy und irgendwie, ja, irgendwie reicht es aber jetzt nicht für große Nominierungen, für große Preise, für Golden Globes immer, aber Golden Globes zielt für mich nicht. Ja, mal gucken, ob da noch was wird. Also ich hoffe, also ich bin sehr, sehr froh über diesen Film, weil ich glaube, der hat definitiv Potenzial. Mhm. Also wirst du auch definitiv ins Kino gehen. Ist auch dann deine Empfehlung für die Woche? Das sage ich ständig. Ja, also Empfehlung für die Woche sowieso, weil Power Rangers und die Jones und Lombok ist jetzt alles nichts, was ich im Kino sehen wollte. Ich sage ständig, dass ich ins Kino gehen würde, aber irgendwie schaffe ich momentan zeitlich überhaupt nichts. Liegt natürlich auch an Prüfungsphase, etc. Ich habe es immer noch nicht geschafft, in Logan zu gehen, obwohl ich den auf jeden Fall im Kino gucken will, genauso wie Hacksaw Ridge. Aber die Zeit läuft davon. Ach du, ich will ja auch immer noch La La Land sehen. Der große Oscar-Gewinner. Ja, das wird jetzt langsam wirklich eng. Ich weiß auch gar nicht, ob der überhaupt noch läuft. Ich meine schon, weil ich habe letztens noch Sing gesehen, dass der noch läuft. Und der läuft jetzt, glaube ich, schon seit 3 Monaten oder sowas gefühlt. Mhm. Also vielleicht nicht wirklich, aber der läuft auch schon ewig in den Kinos. Ich denke, La La Land wirst du auch noch ein Kino finden, wo das läuft. Aber von La La Land und Ryan Gosling zurück zu Life und Ryan Reynolds. Denn der ist ja heute der Haupt- und Kernpunkt unserer Sendung, sage ich jetzt mal. Wir fangen direkt mit einem Fakt an. Wusstest du, was ich gerade erst gelesen habe, dass Ryan Reynolds letztes Jahr, Ende 2016, einen Stern auf dem Walk of Fame bekommen hat? Nein, doch, wusste ich natürlich. Seine Frau und seine 2 Kinder waren dabei. Blake Lively, ja. Ach, beziehungsweise weiß ich gar nicht, ob das zweite Kind da schon auf der Welt war. Doch, waren beide da, ja. Okay. Habe ich auch gerade gesehen. Ich habe keine Ahnung, warum. Wieso? Warum hat der einen Stern verdient? Wieso nicht? Weil es kein großer Star ist. Also, aber mittlerweile kriegt ja fast jeder einen Stern. Gut, ehrlich gesagt habe ich jetzt nicht mehr so den Überblick, wer wirklich jetzt Stern auf dem Walk of Fame oder nicht hat. Donald Trump hat einen Stern. Ja, Donald Trump hat aber auch eine deutlich längere Karriere wenigstens. Da kannst du wenigstens auf Zeit gehen. Donald Trump ist ein Arschloch. Und verdient einen Stern auf dem Walk of Fame. Walt Disney war ein Rassist, Antisemit und natürlich hat er auch seine Preise verdient. Hat er damit nichts zu tun. Wenn du jetzt nur auf Entertainment-Richtung gehst, hat Donald Trump bestimmt einen Stern verdient, weil er, also Donald Trump ist früher auch jemand gewesen, der unsichtbar hinter sehr vielen Projekten gesteckt hat. Der hat genauso wie Michael Jackson zum Beispiel auch extrem viel finanziert. Michael Jackson zum Beispiel ist ein ganz wichtiger Kopf hinter Disney, was viele Leute nicht wissen, wie viel Geld er damals reingesteckt hat. Der hat unglaublich viel mitfinanziert, aber halt ja, aber nur weil er etwas mitfinanziert hat, verdient er einen Stern? Meiner Meinung nach schon, weil es ja wichtig ist für den Aufbau des Mediums. Und natürlich ist Donald Trump halt seit Jahren eine wichtige
Persönlichkeit vor der... Ja. Hör auf, ihn schön zu reden. Nein. Okay, möchte ich nicht schön reden. Ryan Reynolds verstehe ich nicht, weil er eine relativ kurze Karriere hat und keine wirklichen Filme, die ich jetzt erwähnenswert finde, die jetzt irgendwie, also Klassiker für alle Zeiten sind. Man muss schon sagen, so richtig Großes hat er natürlich noch nicht gemacht, aber vielleicht kommt das ja noch. Kommen wir gleich zu. Vielleicht gibt es auch einen Grund, den ich nicht weiß. Vielleicht ist da irgendwas im Busch und vielleicht hat er auch im Hintergrund viel mitfinanziert oder viel produziert. Keine Ahnung. Ich habe kein Problem mit Ryan Reynolds, aber ich verstehe bei Ryan Reynolds den Hype nicht ganz. Ryan Reynolds oder Mark Wahlberg? Was? Also, natürlich Ryan Reynolds. Mark Wahlberg ein rassistisches Arschloch ist, wie gesagt. Aha, okay. Ryan Reynolds ist ein super Typ. Es ist nur so jemand, wo ich bis Deadpool nicht ganz nachvollziehen warum Leute ihn kennen. Es ist so ein Schauspieler, der nie irgendwie was Großes gemacht hat, der viele Filme gemacht hat, sehr, sehr viele schlechte Filme gemacht hat, wirklich viele schlechte Filme. Und trotzdem kennt ihn irgendwie jeder. Normalerweise kennt zum Beispiel auch jeder Christian Slater. Christian Slater hat zwar aber auch nur scheiß Filme gemacht, fast. Also der hat unglaublich viele schlechte Entscheidungen getroffen, aber trotzdem kennt ihn fast jeder. Mhm. Jeder kennt auch Uwe Boll, aber Uwe Boll ist eher so ein Carcrash, also so ein Autounfall, den jeder angucken muss und vorbeifahren. Uwe Boll, einer der schlechtesten Regisseure aller Zeiten. Ach so, okay. Deutscher Regisseur übrigens und na, auch dann, Rassist. Also Ryan Reynolds ist so jemand, super Typ anscheinend, super netter Mensch. Er ist einfach ein Frauenschwarm, weißt du? Frauenschwärme kennt man immer. Aber es kannte ihn auch immer jeder Mann. Also Ryan Reynolds konnte jeder sofort was mit dem Namen anfangen. Durch deren Frau. Meinst du? Könnte ich mir vorstellen. Also wie gesagt, ich fand es ein bisschen komisch immer, dass der schon immer so recht bekannt war, obwohl er wirklich ein Mensch ist, der viele scheiß Entscheidungen getroffen hat in seiner Karriere. Mhm. Aber gut. Man kann ja nicht alles verstehen im Leben. Ich finde es ja schön, dass er erfolgreich ist. Wir fangen auch direkt mal an mit seinem Durchbruch damals. Das war nämlich in Two Guys, One Girl and a Pizza Place. Was irgendeine Serie ist, ich habe keine Ahnung. Das Einzige, was ich weiß, dass Nathan Fillion in der Serie mitgespielt hat. Kennst du Nathan Fillion? Nee, leider nicht. Kennst du Castle, die Serie? Ja. Okay, das ist Nathan Fillion. Der Hauptdarsteller. Genau. Ach so. Das ist so der feuchte Traum aller Nerds. Weil der immer, ja, weil er im Endeffekt alle Rollen spielen soll, von Nathan Drake in Uncharted zu allen Star Wars Charakteren. Also der ist durch Firefly so bekannt geworden. Das ist so typische, ja, ich sag jetzt mal, Serie, mit die ein unglaublich großes Following hat. Und die lieben alle Nathan Fillion und wollen deswegen, dass Nathan Fillion alle Rollen von allen Filmen spielt. Mhm. Nathan Fillion ist bekannt geworden und Ryan Reynolds ist bekannt geworden. Die beiden Mädchen, oder das eine Mädchen, One Girl in a Pizza Place, kennt kein Schwein. Wahrscheinlich, weil sie zu alt geworden ist. Weil Frauen eine kürzere Karriere in Hollywood leider haben als Männer. Wie alt war denn der da, als seine Karriere gestartet hat? Du fragst mich schon wieder Sachen. Ich habe mich doch so gut nicht vorbereitet. Ich habe einfach nur den Namen aufgeschrieben, weil ich es lustig fand. Aber das kann man ganz schnell recherchieren, wenn man Ryan Reynolds eingibt bei dem Goggle. Weißt du, was sein erster großer Durchbruch in einem Film war? Also er hat zwar ein paar frühe Rollen in irgendwelchen kanadischen Produktionen gehabt, die ich jetzt nicht zählen würde, aber was war denn sein großer erster Film, würdest du sagen oder raten? Todesdiät, der Preis der Schönheit. Ich sagte großer Film. Großer? Also Filme, die man auch auf jeden Fall kennt, wenn man ihn hört. Also für mich persönlich hätte ich erst Party Animals gesagt. Das ist richtig. Richtig? Übrigens, weißt du, wie die Serie Two Guys, a Girl and a Pizza Place auf Deutsch heißt? Ein Trio zum Anbeißen. Kommt dem nahe. Da kommen wir gleich noch zu tollen deutschen Titeln. 1998 hat diese Serie angefangen und da war der liebe Ryan Reynolds 22. Ach, gar nicht mal. Ach, okay, ich dachte, der war so im Teenage-Alter oder so, aber nee, der hat ja gar nicht so früh angefangen. Doch, hat er schon seine ersten, ja gut, wobei, nee, seine ersten Sachen waren mit... warte mal, doch, mit 14. Hä, Moment, kann ich jetzt so schlecht rechnen? Was habe ich gerade gesagt? 22 hast 76, du gesagt. Mit 15, Entschuldigung. In Hillside, was auch immer das ist. Ordinary Magic. Also er hat schon als Teenager angefangen, nur war halt am Anfang viel Kinderrollen, sage ich einfach mal, die er da gemacht hat. Mhm, weil er hat halt auch ein ziemliches Bubi-Gesicht. Ja, ja, klar. Deswegen ja auch Frauenschwarm, total. Babyface und so. Und
er hat auch bei Sabrina total verhext mitgespielt, hatte ich beim gelesen. Beim Film, nicht bei der Serie. Bei dem Pilot? Nee, beim Film. 1996 gab es einen Sabrina total verhext Film, habe ich auch gesehen. Echt? Aber, ja. Na, auf jeden Fall hat er da wohl auch mitgespielt. 1996, also war er da 20. Ja, habe ich auch gesehen, aber habe ich mir nicht aufgeschrieben. Nee, aber das ist etwas, was ich gekannt hätte, weißt du? Das ist so meine Zeit gewesen. Also so Sabrina total verhext. Ja, aber anscheinend kennst du ja den Film nicht. Nee, den Film ja eben nicht. Ich kenne nur die Serie. Deswegen dachte ich, war das vielleicht irgendwie eine Folge in der Serie oder so. Aber gut. Ich weiß nicht, ob der vorher oder nachher war. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er in einem Film mitgespielt als Seth, wie auch immer das ist. Ja. Ist nicht so wichtig. Van Wilder auf Englisch, Party Animals auf Deutsch. Worum geht's denn in dem Film? Ich kenne nur die Szene mit dem Mops, der dicke Eier hat. Ist das ein Mops? Das ist so ein... Mops, oder nicht? Nee, das ist ein dicker, so ein Bulli, wie heißen die nochmal? So ein, nicht ein Dobermann, aber... Also es ist kein Mops, es ist ein dicker, fetter Hund. Auf jeden Fall hat er dicke Eier. Ja, genau, und sie melken den Hund. Das ist nicht schön. Ja, egal. Auf jeden Fall geht es um Ryan Reynolds' Charakter ist Van Wilder und der ist ein klassischer Student, der einfach nicht aufhören will zu studieren und nach Jahren immer noch einfach seinen Abschluss nicht hat. Also sagt sein Vater einfach, Sohn, wenn du deinen Abschluss dieses Jahr nicht machst, gebe ich dir nie wieder Geld. Und Van Wilder hat halt kein Geld, außer das Geld von seinem Vater. Also macht er das Einzige, was er machen kann, zu seinem Job. Und zwar wird er ein Partyplaner. Zusammen mit seinem indischen Kollegen, gespielt übrigens von Cal Penn, den man zumindest aus Harold and Kumar erkennen sollte. Oder auch bei How I Met Your Mother hat er irgendwann mal Freund von Dingens hier, Corby Smulders, wie heißt sie wieder? Robin, gespielt. Der Film ist unglaublich bescheuert, es ist ein Teenager-Film. Ja, aber Party Animals ist, glaube ich, noch einer der besseren am Anfang, bevor das Ganze so mit den American Pie-Fortsetzungen und dem ganzen... Wollte ich gerade sagen, ist das nicht sogar die American Pie-Zeit? Ja, das war so gerade am Anfang so. Tara Reid spielt da ja unter anderem auch mit, die man ja auch seine Freundin daraus kennt. Aus dem Leben. Tara Reid ist zum Beispiel auch jemand, den man eigentlich nicht kennen sollte, meiner Meinung nach. Das ist eine Frau, die voll bekannt ist, aber nie wirklich einen guten Film gemacht hat. Die macht heutzutage Sharknado-Filme. Mit Christian Slater? Nee, ist jemand anders. Egal. Ja, auf jeden Fall. Tja, war das ein Film, den man gesehen haben könnte. Nach Party Animals kommen wir zu meiner Meinung nach einem der besten Filme mit Ryan Reynolds, der in Deutschland leider gar nicht so bekannt ist. Auf Deutsch, also auf Englisch heißt er Waiting, und auf Deutsch abserviert. Und zwar ist es eine Komödie, in der es quasi nur ums Kellnern geht. Und das ist eigentlich richtig, richtig cool gemacht. Und zwar geht es halt wirklich um Ryan Reynolds und Justin Long, die zusammen im Old Flanagan's, glaube ich, heißt der Laden, arbeiten. Und es geht halt quasi einfach nur, wie sie mit Kunden umgehen und wie sie mit der Küche umgehen und wie die alle so miteinander funktionieren und wie abgefuckt diese Gastronomie eigentlich ist und wie abgefuckt die Leute sein müssen, die in dieser Industrie arbeiten. Und die haben halt einen neuen Typen, der bei ihnen anfängt. Das ist John Francis Daly, bekannt aus Freaks and Geeks, eine kanadische Highschool-Serie, die verdammt gut ist, die ich jedem empfehlen kann, die wahrscheinlich heute auch mal keiner mehr kennt. Und die heißt auf Deutsch Mitten im Leben, voll daneben, mitten im Leben, irgendwie sowas. Super Serie mit einem geilen Cast, voll am heutzutage mit Seth Rogen und sowas, aber egal. Im Endeffekt ist der Film halt, es geht wirklich nur darum, wie bescheuert Arbeit in der Gastronomie eigentlich ist. Und das ist wirklich saucool gemacht. Vor allem der Cast aus heutiger Sicht ist wirklich gut. Mit Justin Long kennt man aus wirklich vielen Filmen. Jeepers Creepers, zuletzt in Tusk. Also man erkennt ihn mindestens vom Sehen, auch wenn er keine guten Filme macht leider. Anna Faris, bekannt aus dem Scary Movie. Dane Cook, damals noch sehr, sehr jung. Heute vor allem bekannt als Stand-Up-Comedian. Berüchtigter Witze-Dieb. Und aus der Serie Moms. Das ist möglich. Auf ProSieben. Echt? Mhm. Okay. Dane Cook damals auch sehr jung, lustigerweise. Er spielt so ein Anfängerkoch, kennt man so eigentlich nicht. Dane Cook kennt man nur als den alten Comedian eigentlich, finde ich. Und natürlich David Kutschner, den man vor allem aus Anchorman kennen sollte. Oder auch aus, ich glaube, Jungfrau 40 männlich sucht, also dieser ganzen diese ganze Comedy-Welt. Einer der Filme, die ich absolut empfehlen kann, Waiting, ist ein super geiler Film. Echt? So begeistert? Ich finde den richtig, richtig gut. Ich habe den dreimal schon geguckt. Ach, Quatsch. Ja, ja.
Der ist unglaublich dumm, aber er funktioniert halt wirklich gut. Ich hätte gut. den jetzt eher eingeordnet in die Kategorie von Filmen, den du vielleicht irgendwann einmal vor Jahren geguckt hast und jetzt überhaupt nicht mehr weißt, dass du den überhaupt gesehen hast. Wie gesagt, der Film funktioniert an vielen Stellen halt auf Deutsch nicht so richtig, weil halt also erstens mal funktioniert es wirklich mehr, wenn du wirklich selber gekellnert hast, wenn du in der Gastronomie arbeitest, weil du deutlich mehr Witze verstehst und witzig findest, finde ich. Und viele Sachen funktionieren halt auch nur, wenn du weißt, wie Gastronomie in Amerika funktioniert, was nochmal was ganz anderes ist als in Deutschland. Weil die haben halt. Also kannst du dich richtig in diesen Film reinfühlen. Ja, also als Gastronom. Ja, man kennt halt wirklich viele Situationen und es gibt halt auch sowas, wo er zum Beispiel einen Gast hat, der ihm nach einer, keine Ahnung, 80-Dollar-Rechnung oder sowas irgendwie nur 2 Dollar Trinkgeld da lässt. Und dann rennt er ihm halt hinterher, gibt dem Gast sein Geld wieder und sagt, er glaubt, er braucht es mehr als er. Und das ist so eine saugelige Situation, weil du wirklich, wenn du Gastronom bist, wenn du mal gekellnert hast, kennst du genau diese Situation und wie gern du eigentlich den Leuten, die so richtig knauserig mit dem Trinkgeld sind, halt einfach ihr Scheißgeld wiedergeben würdest und genau sowas sagen würdest. Also das sind richtig geile Sachen, die halt in diesem Film gezeigt werden, die halt wirklich auch nachvollziehbar sind. Mhm. Den lustigsten Trivia-Fakt, den ich zu diesem Film gefunden habe, ist, wie gesagt, Waiting auf Englisch, abserviert auf Deutsch. Der zweite Teil heißt Still Waiting. Und wie heißt der auf Deutsch? Ich habe es in die Gruppe geschrieben. Wild Chicks. Echt? Wild Chicks ist ja auch ein ganz anderer Film, den ich jetzt kenne. Auch mit Anna Faris. Bestimmt. Nee, warte mal. Mit also, Anna Faris und... Ist ja auch Wild Chicks dann? Ja. Faszinierend. Also Wild Chicks auf jeden Fall Waiting 2, Still Waiting, der anscheinend richtig, richtig schlecht ist und auch kaum Cast vom Erst übernommen hat. Auch nicht Ryan Reynolds, deswegen reden wir auch nicht drüber. Mhm. Wie gesagt, mein erster Tipp von Filmen, die man gucken sollte, Waiting, ich finde ihn auch besser als... Aber dann, aber dann wahrscheinlich auch auf Englisch, oder? Wenn man das versteht, bitte auf Englisch gucken, ja. Mm. Ist natürlich ein sehr, sehr dummer Film. Also man sollte jetzt nicht mit hohen Erwartungen reingehen. Das ist sehr, sehr primitiver Humor. ja, von primitivem Humor bleiben wir bei primitivem Humor. Just Friends oder auf Deutsch Wild Xmas mit Anna Faris, Amy Adams und Chris Klein und natürlich Ryan Reynolds. Worum geht's denn in dem Film? Ich kenne den Film nicht. Was? Ich dachte, das ist so ein Film, den du gesehen hast. Just Friends? Verdammt. Nein, der sieht ja schon so billig aus. Ist halt eine dumme romantische Komödie. Es geht darum, dass Ryan Reynolds früher dick war und jetzt nicht mehr dick ist und in seine Heimatstadt kommt und seine damalige Angebetete wieder trifft, die ihn damals abserviert hat, weil er dick und scheiße war. Und jetzt versucht er, sie nochmal zu gewinnen, jetzt wo er dünn ist. Ich finde den Film aus heutiger Sicht, ich habe den Film nicht gesehen, aber ich finde es schon krass. Das ist dieses typische, hey, Frau, du musst mit mir schlafen, weil ich sehe jetzt gut aus. Und am Ende funktioniert es natürlich. Also sie hat ihm am Anfang zwar, also es reduziert wieder dieses ganze Romantische und Liebe und eine Beziehung, die man zusammen aufbauen kann, darauf, dass im Endeffekt nur beide gut aussehen müssen, dann klappt das Ganze auch. Weil dann muss man auch nicht gut zusammenpassen, dann muss man sich auch nicht verstehen und dann muss auch nicht irgendwas klicken oder die Chemie passen oder irgendwas. Nein, man muss nur gut aussehen und dann funktioniert das mit der Beziehung. Das ist, glaube ich, das Ergebnis des Films. Mehr muss man dazu auch nicht sagen. Mhm. Hm. Ja, dann würde ich jetzt mal was zu einem Film sagen. Und zwar, hast du The Amityville Horror gesehen? Ich glaube schon. Beziehungsweise kennst du die Geschichte? Ja, die wird ich glaube, das ist wahrscheinlich sogar ein Rekord für die meistverfilmte Geschichte auf der großen Leinwand, würde ich raten. Könnte sein. Und zwar beruht der Film auf einem Horrorfilm aus dem Jahr 1979. Und dieser Horrorfilm beruht angeblich auf einer wahren Geschichte. Und zwar geht es darum, dass eine... Beruht auf einer wahren Geschichte, ja. Es ist halt nur ein bisschen mehr mysteriöser, als die wahre Geschichte ist. Kann ich auch gleich was dazu sagen, ja, aber erzähl mal. Ein bisschen unrealistischer. Es geht darum, dass eine Familie in ein neues Haus, beziehungsweise in ein Haus zieht und in diesem Haus hatte schon einmal ein Mann seine komplette Familie ermordet und die neue Familie, die in dieses Haus eingezogen ist, erlebt dann paranormale Erlebnisse und erlebt quasi diese Geschichte erneut und... Spoiler, zum Schluss ermordet natürlich auch der Vater seine komplette Familie, so wie es damals auch geschehen ist. Also wiederholt sich diese Geschichte quasi immer und immer wieder. Ja. Und bis jetzt
steht nicht fest, ob der Vater tatsächlich von einem Dämon oder was auch immer befallen war, kann man überhaupt nicht sagen, oder ob er einfach nur geistig verwirrt und verrückt war. Wie gesagt, ich bin der Meinung, die echte Geschichte dahinter ist ja wirklich einfach, dass ein Vater seine Familie umgebracht hat und dann das Ganze ist erst von den Geistern heimgesucht worden von der Geschichte des Hauses. Das ist ja das, was er behauptet hat. Die Geschichte wurde danach schon tausendmal wieder verwurstet. Du hast die erste Staffel von American Horror Story, die sehr stark in die Richtung geht. Du hast eine Simpsons-Folge, die sehr stark in die Richtung geht, wo eine Parodie davon, aber gibt es eine Parodie davon und eine Geschichte drum, zum Beispiel, wo Ned Flanders versucht, ein Haus zu kaufen. Also selbst die Simpsons haben die Geschichte zweimal parodiert. Ich glaube, den Film habe ich nicht gesehen, weil ich damals schon nicht verstanden habe, warum Ryan Reynolds so einen alten Charakter spielt. Ich finde, der sah damals mit dem Bart wirklich seltsam aus. Also sehr, sehr, man muss halt, wenn man es mit dem Original vergleicht, sieht man schon ganz klar den Versuch, hey, Ryan Reynolds muss auf jeden Fall so aussehen wie damals der Typ im Original. Ja. Und der hatte halt auch so einen Bart und sah verdammt cool aus. Und Ryan Reynolds hat halt sein Bubi-Gesicht und einen Bart. Ja, das stimmt, das passt nicht so ganz. Wer unter anderem aber noch mitspielt, ist Chloe Grace Moretz, die Schauspielerin aus, woher kennt man sie? Chloe. Carrie. Achso, ja, ja. Unter anderem der Horrorfilm. Ja, das ist richtig. Ja, ist jetzt auch nicht wahnsinnig bekannt, aber da war sie auch noch klein. Aus Kick-Ass sollte man sie auf jeden Fall kennen. Aus Kick-Ass könnte man sie noch kennen, genau. Ja, was soll man sagen? Es sind immer noch relativ viele Spekulationen zu diesem Fall im Internet und wenn man sich mit paranormalen Sachen auseinandersetzt und sich dafür interessiert, könnte man sich den Film durchaus angucken, finde ich. Also ganz kurz zu diesem, wie viele Filme davon gibt. Es gibt Amityville Horror aus 1979, Amityville 2 1982, Amityville 3 aus 1983, Amityville Haunting aus 2011, Amityville Faces of Terror 1992, dann gibt es eben den Film mit Ryan Reynolds aus 2000, warte mal, auch 19 irgendwas. Egal. Dann haben wir noch Amityville. Der Film mit ihm war von 2005. Dann haben wir Amityville The Awakening aus 2017. Amityville Das Böse stirbt nie 1996. Amityville A New Generation 1993. The Amityville Curse aus 1990. Und jetzt haben wir noch The Amityville Death House 2015, Amityville Horror 4 1989 habe ich hier noch. Also der Film wird, also die Geschichte ist schon ein paar Mal verwurstet worden. Aber wenn man Ryan Reynolds Fan ist, sollte man sich genau diesen Film angucken. Findest du den gut? Nee, aber wenn man Ryan Reynolds Fan ist, okay, dann würde ich mir eher diesen Film angucken als den aus dem Jahr 1979. Ich würde den Film trotzdem nicht angucken. Du bist ja auch kein Fan. Stimmt. Touché. Wir kommen zu einem Film, den ich extra nochmal geguckt habe für diese Sendung gerade. Ich gucke nur gerade, wann der rausgekommen ist, bevor ich jetzt hier irgendwas behaupte. Bla bla. Smokin' Aces aus dem Jahre 2006. Wir überspringen übrigens hier sehr viel, weil so Sachen wie ja, Blade Trinity, Harold und Kumar, Foolproof sind alles keine Sachen, die ich ansprechen würde. Ich kann mal, kommen wir später noch dazu, was der für Scheißfilme gemacht hat. Smokin' Aces ist ein faszinierender Film für mich, weil der Film einen so unfassbar krassen Cast hat, dafür, dass es ein absoluter Hirn-aus-Action-Film ist. Ich lese einfach nur mal vor und du sagst, wenn du irgendjemanden nicht kennst. Mhm. Ray Liotta? Kenne ich nicht. Okay, Goodfellas. Sollte man. Ach so, doch klar, kenne ich. Peter Berg ist der Regisseur hinter den aktuellen ganzen Mark Wahlberg-Filmen. Also hier Boston und zuletzt Patriots, der ist ja Boston. Hier Lone Survivor und Deepwater Horizon. Also jetzt Regisseur, früher noch Schauspieler. Yeah. Ben Affleck. Yeah. Jeremy Piven, bekannt aus Entourage. Nee, ehrlich gesagt nicht. Erkennst du, wenn du ihn siehst? Chris Pine, bekannt aus Star Trek. Carmen, bekannt als Rapper. Mhm. Andy Garcia, auch bekannt aus Der Pate natürlich. Joel Edgerton ist bekannt aus Warrior. Also kennt man auch, wenn man ihn sieht. Mir fallen jetzt alle keine anderen Filme mit ihm ein. Loving hat er zum Beispiel letztes Jahr gemacht. Mhm. Jason Bateman. Mhm. Alicia Keys. Mhm. Taraji P. Henson.
Und dann auch noch in die Serienrichtung hast du Matthew Fox aus Lost, Tommy Flanagan aus Sons of Anarchy, Nestor Carbonell aus Bates Motel oder auch der Bürgermeister aus The Dark Knight und Kevin Durant aus The Strain. Mhm. Die haben alle irgendwie kleine Rollen in diesem Film. 2005. Also so Leute wie Ben Affleck und Ryan Reynolds und Ray Liotta und Andy Garcia waren zu diesem Zeitpunkt schon definitiv berühmt. Jason Bateman auch. Jason Bateman hat eine winzig kleine Rolle in dem Film. Ich weiß nicht, warum man dafür Jason Bateman geholt hat. Das hätte jeden nehmen können, der einfach einen Verrückten spielen kann. Alicia Keys zum Beispiel hat in dem Film ihre erste Rolle übernommen. Ganz kurz, in dem Film geht es im Endeffekt darum, dass ein Kopfgeld abgesetzt wird auf Jeremy Piven, ein alter Las Vegas-Magier, Trickster und Showman, der ein großes Drogenproblem hat und sich mit der Mafia angelegt hat, und die Mafia setzt eben 1 Million Drogen-Kopfgeld auf ihn aus. Und auf einmal kommen halt aus aller Welt und allen Richtungen alle Assassinen auf diesen kleinen Turm zu quasi und greifen ihn an. Und gleichzeitig muss das CIA, geführt von Ray Liotta und Ryan Reynolds, versuchen, die ganzen Leute davon abzuhalten und Jeremy Piven eben zu retten. Der Film ist ein unglaublich geiles Actionspektakel. Es wird halt einfach nur unübersichtlich, weil es so unfassbar viele Charaktere sind, die alle wichtige Rollen übernehmen, weil es halt so viele Assassinen gibt in diesem Film. Chris Pine, lustigerweise, hat die Rolle auch nur bekommen, weil Michael Shannon die Rolle nicht bekommen hat. Das heißt, selbst wenn Chris Pine nicht in diesem Film gewesen wäre, hätte es so nochmal ein bekanntes Gesicht in diesem Film gehabt. Hm. Chris Pine zum Beispiel spielt einfach einen Nazi, der mit seinen beiden Brüdern, die brutalsten drei, versucht mit einer Kettensäge und Flammenwerfer und Granatenwerfer zum Beispiel eine kleine Wohnung einzunehmen, wo dieser Typ drin ist, und greifen damit das Hotel an. Das ist ein Also allein schon die Kettensägen-Szenen sind halt natürlich relativ brutal und actionreich. Der Film ist unglaublich unübersichtlich halt irgendwann, weil es halt einfach so viele Leute gibt, die in diesen Kampf involviert sind, dass es halt irgendwann einfach nur noch krank wird. Er ist trotzdem meiner Meinung nach sehr interessant zu gucken. Ich werde das Ende von dem Film nicht spoilern, weil am Ende kommt noch so ein Twist. Ich habe den Film nochmal geguckt mit dem Twist im Hinterkopf. Und dann macht es eigentlich keinen Spaß, diesen Film zu gucken, weil du halt alles schon im Vorheraus siehst und nicht so ein cooles, oh, aha, so ist das später, sondern es ist so ein, ach so, ach, das ist wichtig, ach, scheiße. Weil diese Szenen eigentlich recht blöde platziert sind, deswegen würde ich darüber gar nichts sagen. Es gibt am Ende auf jeden Fall noch einen Twist, der den Film nach dem ersten Mal gucken schon ganz interessant macht. Mhm. Das wäre für mich jetzt, wenn man eher so ein Actionfilm-Fan ist, eigentlich noch so mein Tipp, den man gucken sollte als Ryan Reynolds-Fan, weil der Film ist gut, er ist halt einfach nur dumm. Mhm. Übrigens gab es auch einen zweiten Teil, den einzigen, den sie aus dem ersten Teil dafür bekommen, war Tommy Flanagan aus Sons of Anarchy. Den man sich aber nicht angucken braucht. Den habe ich auch gesehen irgendwann mal, und der ist richtig schlecht, weil er einfach nur nochmal die Geschichte vom ersten Teil erzählt. Der macht nicht mal eine Fortsetzung oder irgendwas, sondern einfach nochmal das, was der erste Teil macht, mit schlechteren Schauspielern. Und die Story ein bisschen flacher, also mit einem schlechteren Twist am Ende. Also, nee, den Film nicht gucken. Gibt's auch wieder drei Nazis auf einmal, weil die irgendwie gut angekommen sind nach dem ersten Teil. Mhm. Ben Affleck zum Beispiel hat die lustigste Rolle eigentlich in dem Film, weil, Spoiler Alert, er lebt nicht lang. Aber warum man dann Ben Affleck dafür geholt hat, verstehe ich auch nicht. Wegen dem Namen. Ja, anscheinend wirklich. Also ich finde es krass, dass der Film so einen dicken Cast bekommen hat. Dafür, dass es halt wirklich am Ende wirklich nur ein riesengroßes Shootout ist, wo sich alle Leute über den Haufen schießen. der nächste Film, The Nines, ist anscheinend gut. Ich habe die Synopsis durchgelesen und fand es einfach nur verwirrend. Anscheinend gut. Ja, ich habe gute Kritiken dazu gelesen. Ich habe den Film nicht geguckt und ich werde ihn auch nicht gucken. Und es klingt sehr verwirrend. Es ist so ein Film, der sehr, sehr überintelligent am Ende wird. Ich werde jetzt auch nicht zu viel spoilern. Es ist auf jeden Fall geteilt in drei Geschichten. Ryan Reynolds spielt drei verschiedene Charaktere und die Geschichten überschneiden sich immer mehr und er ist immer verwirrter, weil er plötzlich sieht, dass andere Leute existieren, die genauso aussehen wie er und die sich genauso verhalten wie er. Und irgendwie versteht er nicht ganz, wer jetzt wer ist und warum er woanders auch noch existiert. Und ja, es ist anscheinend verwirrend. Ach, das sind solche Filme, die haben selbst im Internet bei den Inhaltsangaben relativ kurze, Inhaltsangaben sind relativ kurz. Da gibt es anscheinend gar nicht so viel zu sagen, weil die alle nicht so erfolgreich waren. Und jetzt lies mal den Wikipedia-Artikel dazu und versuch zu verstehen, was in diesem Film passiert ist.
Das ist, macht keinen Spaß. Ich habe es versucht und das ist sehr verwirrend. Vielleicht auch nicht, hast du gesehen anscheinend. Definitely maybe. Ja, habe ich tatsächlich gesehen. Und zwar geht es darum, oder man könnte kurz sagen, wer da mitspielt. Und zwar auch ein relativ bekannter Cast, natürlich Ryan Reynolds in den Hauptrollen. Unter anderem auch Abigail Breslin, die Tochter von Ryan Reynolds spielt, Elizabeth Banks, wie heißt sie, Isla Fisher? Mhm. Isla Fisher und Elizabeth Banks. Und es geht darum, dass Ryan Reynolds mit seiner Tochter zusammen in Manhattan wohnt und er steht kurz vor dem Ende seiner Ehe und seine Tochter, eben gespielt von Abigail Breslin, möchte gerne wissen, wie denn seine Eltern überhaupt zusammengekommen sind. Und dann erzählt der Vater der Tochter eben, wie sich die beiden kennengelernt haben und welche anderen Frauen zu dem Zeitpunkt auch noch eine Rolle gespielt haben. Und das Ganze ist ein bisschen verzwickt. Und zum Schluss, bis zum Schluss sagt er eben nicht, wer von diesen drei Frauen denn dann quasi die Mutter ist und welche Rolle sie in seinem Leben gespielt haben. Aber dann stellt sich natürlich heraus, dass dann, Spoiler, tatsächlich Isla Fisher die Mutter ist. Und am Ende des Films schmeißen die sich auch in die Arme und sind dann tatsächlich immer noch zusammen und trennen sich nicht. Also das ist so ein bisschen verzwickt und ein bisschen interessant herauszufinden, wer denn tatsächlich dann am Ende die Mutter ist. Und du hast es jetzt gespoilert. Genau. Aber es ist also quasi How I Met Your Mother, der Film. Ungefähr, ja. Aber ich gehe auch nicht davon aus, dass du dir den Film angucken wirst. Aber er ist wirklich sehr interessant gemacht, das kann ich sagen. Ich habe auch Gutes über den Film gehört. Ich hatte jetzt nicht vor, den Film zu gucken, weil, ja, ist ein bisschen Hirnausfilm, oder? Nee, also eigentlich gar nicht. Wie gesagt, das ist relativ interessant gemacht, weil du einfach nicht weißt, wer am Ende tatsächlich die Mutter dieses Mädchens ist. Aber solltest du deinem Kind wirklich erzählen, dass du Sex mit mehreren Frauen hattest, bevor du ihre Mutter getroffen hast? Ich glaube nicht, dass er ihr das so detailliert erzählt hat, aber von seinen unterschiedlichen Frauen hat er ihr erzählt, ja. Schatz, du hast zwar eine Mutter, aber ich hatte viele Frauen in meinem Leben. Du, das spiegelt doch das wahre Leben des Ryan Reynolds wieder, oder? Oh ja, stimmt, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Nee, können wir jetzt mal machen. Nee, wir müssen eigentlich noch kurz warten, weil er trifft ja seine aktuelle Frau erst im Jahr 2011. Und dann würde ich rückwirkend über seine ehemaligen Frauen reden. Na gut. Finde ich besser. Okay. So hatte ich das in meinem Kopf zumindest. Der nächste Film, über den wir reden könnten, Adventureland, hast du den gesehen? Nein, leider nicht. Ich leider auch nicht. Ich weiß, es ist so ein typischer Coming-of-Age-Film und man sollte ihn anscheinend gesehen haben. Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Bill Hader und Kristen Wiig vor allem in dem Film, neben Ryan Reynolds, der, also nach den Trailern, die ich geguckt habe, lustigerweise auch in diesem Film wieder so die Mentorenrolle übernimmt, wie in Waiting. Waiting führt er ja auch quasi den neuen Anfänger durch den Laden eben durch. Hier ist es eben Adventureland, ein großer Theme-Park. Es geht also im Endeffekt darum, dass Jesse Eisenberg keinen Job findet und deswegen sagt er, arbeitet einfach eine Zeit lang in so einem Freizeitpark, um sich da eben ein bisschen über Wasser zu halten und Geld zu verdienen und trifft da eben ganz viele Leute und sieht halt, wie wichtig es eigentlich ist, mit Leuten zusammenzuarbeiten und Beruf ist gar nicht so wichtig und bla 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 und die haben Spaß. Das Lustigste an dem Film, was ich noch gesehen habe, und zwar Ryan Reynolds, wie gesagt, spielt wieder die Mentorenrolle, wie in Waiting. In Waiting spielt er die Mentorenrolle für John Francis Daly. In Adventureland spielt unter anderem Martin Starr mit. Mhm. Martin Starr und John Francis Daly kennt man vor allem aus der Serie, die ich vorher schon erwähnt habe, Freaks and Geeks. Mhm. In Freaks and Geeks haben Martin Starr und John Francis Daly eine Teenie-Truppe, weil die beide ganz gleich alt sind, wo sie zu dritt eben quasi so eine Gruppe bilden, so drei kleine Kinder, drei Nerds, die keine anderen Freunde haben. Und John Francis Daly und Martin Starr sind im Endeffekt beste Freunde, haben beide dann irgendwann einen Film mit Ryan Reynolds gemacht, finde ich lustig. Aber der dritte, der fehlt, ist Sam Levine, der leider, ich habe viel recherchiert, keinen Film mit Ryan Reynolds momentan macht. Also wenn der noch einen Film macht, ist auf jeden Fall die ganze Freaks and Geeks-Truppe, die drei Nerds haben es geschafft, irgendwann mal einen Film mit Ryan Reynolds zu machen und das fände ich gut. Mhm.
So, das ist rausgekommen, nachdem ich ewig lang im Internet rumgehangen bin. Mensch, da hast du aber richtig gut recherchiert. Ich fand das so lustig. Adventureland, übrigens von Greg Mottola, der Regisseur von Superbad, ist wohl sehr lustig. Ja gut, ja. Aber so eine wichtige Rolle hat er ja nicht. Also ich meine, der wird noch nicht mal... Er spielt nur Mentor, ja. Ja, er wird noch nicht mal im Inhalt erwähnt. So von daher... Ist nur ein Film, ich finde es nur lustig. Ich habe den eigentlich nur mit reingenommen wegen dieser Freaks and Geeks Sache, dass er irgendwie so einen alten Cast wieder vereint hat über Ryan Reynolds. Mhm. Weil man eigentlich, also Freaks and Geeks hat zwar so Leute wie Seth Rogen und Jason Segel, also Leute, die wirklich bekannt geworden sind, aber halt auch, ja, eben diese Nerd-Truppe, hätte ich nicht gedacht, dass sie nochmal was aus sich machen. Aber anscheinend zwei von denen haben immerhin mit, ja, Ryan Reynolds was gemacht. Ja, danach kommen wir jetzt eher mal zum Absturz. Fast schon. Also von... Ach nee, wobei, ein Film kommt ja vorher noch. Auf jeden Fall war sein nächster Film bei X-Men Origins. Wolverine. Wo er das erste Mal seine, ja, geliebte Rolle von Wade Wilson... In welchem Jahr bist denn du gerade? Ich bin im Jahr 2009. Immer noch in 9? Ja. Ah ja, Du kommst gleich beim nächsten Film wieder dran. Zu X-Men Origins Wolverine will ich auch gar nicht so viel sagen, weil wir haben ja vor zwei Sendungen erst drüber geredet. Es ist noch für Ryan Reynolds recht wichtig, weil er ja schon seit Jahren immer seinen Deadpool-Film machen wollte und er wollte auf jeden Fall Wade Wilson spielen und auf jeden Fall muss er diese Rolle übernehmen und da haben sie gesagt, ja, kannst du machen. Der Charakter ist halt jetzt so und so und wenn dir das nicht gefällt, dann holen wir uns einen anderen Schauspieler. Und Ryan Reynolds hat dann halt, ja, Zähne zusammengebissen und gesagt, okay, er übernimmt die Rolle. Und obwohl er eben oft den Writern und den Leuten, kreativen Köpfen hinter dem Film gesagt hat, er glaubt, so funktioniert das nicht und der Charakter kommt so nicht gut an, hat er die Rolle so gespielt und ja, der Film war ein absoluter Flop und hat dann eben aber auch geholfen, seinen aktuell erfolgreicheren Deadpool-Film, zu dem wir später noch kommen ein bisschen, zu machen. Also auch wenn der Film absoluter Flop war, für Ryan Reynolds war es eigentlich nur ein Sprungbrett für, ja, einen extrem erfolgreichen Film für ihn und auch allgemein das Fox-Studio. Mhm. Und jetzt kommen wir zu einem Film, wo Elena wieder die übernimmt. Ich habe den ja nur gesehen, weil ich totaler Sandra Bullock-Fan bin, also noch nicht mal wegen Ryan Reynolds. Die Rede ist von? Die Rede ist von Selbst ist die Braut. Oder The Proposal. Worum geht's denn in dem Film? In dem Film geht es darum, dass die erfolgreiche Chefredakteurin in einem New Yorker Verlagshaus, Margaret Tate, gespielt eben von Sandra Bullock, ausgewiesen werden soll, denn sie stammt eigentlich aus Kanada und ihr Visum läuft aus, deswegen soll sie eigentlich das Land verlassen. Und dann gibt es natürlich noch ihren Assistenten Andrew, gespielt von Ryan Reynolds, der so mehr oder weniger von ihr fertig gemacht wird für seine Arbeit, aber trotzdem hilft er ihr, indem sie einen Plan ausschmieden. Und zwar soll er so tun, als wären sie verlobt und als würden sie tatsächlich heiraten. Und dann fahren sie zu seinen Eltern und geben dort eben vor, sie seien verlobt und sind kurz davor zu heiraten und so weiter und spielen das der ganzen Familie vor. Und dann gibt es einige Verzwickungen im Geschehen und so weiter. Und im Endeffekt findet dann auch eine Hochzeit statt. Unter den Anwesenden ist dann eben auch so ein Typ, der das Ganze beobachten soll und der dann herausfinden soll, ob das Ganze denn gespielt oder tatsächlich echt ist. Und am Ende stellt sich dann tatsächlich heraus, und zwar erzählt dann Sandra Bullock, dass sie das Ganze nur gespielt ist und dann soll sie doch ausgewiesen werden und am Ende kommen die beiden natürlich wirklich zusammen. Klassisch Hollywood-Film. Klassisch Hollywood, aber ganz interessant und lustig gemacht, sehr unterhaltsam. Ich habe ihn auch zweimal im Kino gesehen. Aber eben nur, weil ich Sandra Bullock-Fan bin. Nein, aber... ich fand ihn gut. Ich kann mich noch erinnern, dass er gleichzeitig mit Hangover in die Kinos kam. Und Hangover natürlich um einiges erfolgreicher war zu der Zeit. Aber trotzdem war jetzt, selbst ist die Braut gar nicht mal so unerfolgreich. Also der hat schon einiges eingespielt. Denke ich auch. Der Film wird zum Beispiel auch als einer der wichtigsten Ryan Reynolds-Filme gelistet auf IMDb. Ja. Also es war auf jeden Fall im Jahr 2009 ein riesiger Erfolg und der spielte über 300 Millionen Dollar ein. Bei einem Budget, was? Achso, ja doch, insgesamt, ja. Und war damit... Bei einem Budget von 40 Millionen. Oh, okay. War damit aber die erfolgreichste romantische Komödie des Jahres.
Weil Hangover natürlich nicht als romantische Komödie gerechnet wird. Ist ja auch nicht romantisch. Ja. Den nächsten Film, den wollte ganz ich... Kurz noch ja, mal. Achso, ich, ja, ganz kurz nochmal. Und zwar sollte vorher Julia Roberts den Part von Sandra Bullock spielen, hat dann aber abgesagt und dann hat eben Sandra Bullock diesen Part bekommen. Das Interessante dabei ist, dass ja damals, ich weiß noch nicht, ob du das weißt, bei Pretty Woman sollte ja Sandra Bullock den Part spielen von Julia Roberts und dann ist Sandra Bullock abgesprungen und dann hat ihn Julia Roberts bekommen, also genau umgekehrt. Wer ist die Gewinnerin in diesem Film? Ich würde immer noch sagen Julia Roberts. Ja, das stimmt. Da gebe ich dir natürlich recht. Das ist der erfolgreichere Film von beiden. Das stimmt. Jetzt fangen wir quasi mit der Zeit an der Filme, wo ich gar nichts mehr von Ryan Reynolds gesehen habe. Ich habe von den ganzen Filmen gehört, aber ich würde die Filme nicht gucken. Wobei, fuck doch, ich habe einen Film gesehen. Und der war kacke. Vielleicht liegt es daran, dass ich keine anderen Filme von Ryan Reynolds gesehen habe. Wir fangen an mit Buried, der anscheinend sehr gut ist, den ich aber bis heute immer noch nicht gesehen habe. Ryan Reynolds auch. Alleine vor der Kamera. Also du hast ihn gesehen? Nein, genauso wie du. Wollte ich ihn mal sehen. Warte mal, du hast mir letzte Woche das Ende gespoilert. Ohne ihn gesehen genau, zu haben? Genau, das ist ja nämlich der Grund, warum ich ihn nicht geguckt habe. Ich wollte ihn die ganze Zeit sehen und dann hat mir jemand irgendwann mal das Ende verraten. Und das ist ja der Hauptgrund, warum man sich den Film vielleicht anguckt, weil man eben Vorspannung wissen will, wie der Film endet. Und dann wusste ich es und dann hatte ich keinen Grund mehr, diesen Film zu sehen. Also anscheinend Spoiler Alert, er stirbt am Ende. Es geht im Endeffekt darum, er ist im Irak oder Afghanistan, glaube ich, unterwegs als Journalist oder sowas und wird dann lebendig begraben. Das Einzige, was er hat, ist sein Handy. Das heißt, er spielt im Endeffekt den ganzen Film alleine, weil er telefoniert die ganze Zeit nur. Und er hat anscheinend auch Platzangst bekommen in dem Film. Und ein Feuerzeug hat er auch noch. Ach so, ja. Er hatte sehr viel Platzangst und will auf jeden Fall nie wieder so einen Film machen, hat er gesagt. Und ist anscheinend ein sehr guter Film. Ich habe ihn nur bis heute wirklich nicht gesehen. Ich kann nicht mehr zu dem Film sagen. Ja, gut. Aber es ist also ich stelle mir vor, dass es Spannung pur ist. Spannung pur, natürlich auch sein nächster Film. Green Lantern. Hast du Green Lantern gesehen? Nee. Ich habe den damals geguckt, im Shitstorm quasi, wo jeder gesagt hat, wie unglaublich kacke dieser Film ist und wie schlecht und wie scheiße. Ich fand den Film gar nicht so schlecht. Ich fand ihn halt nicht gut. Es ist halt so eine Zeitverschwendung, diesen Film zu gucken, weil du hast halt nichts danach. Also es ist keine Szene, die dir im Kopf bleibt. Es ist kein Charakter, den du wichtig fandest. Es ist halt einfach nur ein Film, der seine Zeit braucht und dann ist er vorbei und dann guckst du was anderes. Und das ist halt für einen Superheldenfilm, der versucht, ein Universum aufzubauen und ein größeres Franchise zu machen, nicht unbedingt das Gesündeste, wenn du nach dem Film denkst, okay, danke, seichte Kost, weiter geht's. Aber das Wichtige an diesem Film ist ja natürlich nicht, dass der Film entstanden ist, sondern was hinter den Kulissen passiert ist. Mhm. Denn da hat Ryan Reynolds ja seine jetzige Frau getroffen. Mhm. Die wäre? Blake Lively. Genau. Wegen der ich wahrscheinlich ursprünglich den Film auch gesehen habe, weil sie eine sehr hübsche Dame ist. Aha. Er war aber zur Zeit, als er den Film gedreht hat, ja nicht mit Blake Lively zusammen, sondern mit Scarlett Johansson. Richtig. Und davor war er zusammen mit Alyssa Milano. Ich bin immer noch der Meinung... Und davor, irgendwann mal, war er tatsächlich auch mal zusammen, wird behauptet, mit Sandra Bullock. Ach, jeder... Sandra Bullock war mit jedem zusammen. Die hat doch auch Ryan Gosling vernascht auf ihrem ja, Set. Ja, das stimmt. Also, aber das Ding ist ja, Alyssa Milano und Scarlett Johansson haben beide geheiratet für 2 Jahre. Echt, das wusste ich gar nicht mit Alyssa Milano. Das war die erste, oder habe ich mich jetzt vertan? Ich bin mir ziemlich sicher, Alyssa Milano war die erste. Auf jeden Fall habe ich irgendwie den Eindruck, dass man in Hollywood versucht, möglichst schnell zu heiraten, damit, natürlich auch wegen dem Geld und so weiter. Mit Alanis Morissette war ja zusammen. Meine ich doch. Von 2004 bis 2007, das ist ja aber... Scheiße, das hätte ich sogar wissen. Ganz weit verfehlt. Weil Alanis Morissette nämlich auch aus Ryan Reynolds Trennung, wie aus jeder anderen Trennung in ihrem Leben, ein Album gemacht hat. Echt? Weil Alanis Morissette ja sehr berühmt oder berüchtigt dafür ist, dass, wie Taylor Swift ja normalerweise auch, aus jeder Beziehung, die nicht klappt, wird ein Album, wird ein Lied, wird irgendwie was vermarktet, dass sie sehr bekannt für... ich habe allerdings vergessen, wie das Album hieß, das nach Ryan Reynolds. Also es geht auf jeden Fall sehr viel um ihn und es gibt ein Lied, wo es zum Beispiel nur um Ryan Reynolds geht. Boah, das ist aber eine große Überraschung für mich, das wusste ich nicht. Dann recherchieren wir ein bisschen. Also Alanis Morissette hat quasi ihre ganze Karriere... Nee, überhaupt, dass sie mit ihm zusammen war. Also Alanis Morissette hat auf jeden Fall ihre ganze Karriere auch dafür aufgebaut, sich mit Männern zu trennen. Sich von Männern zu trennen. Sehr ähnlich eigentlich wie Taylor Swift halt auch. Mhm. Also hat sehr, 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 sehr viele Lieder, wo es einfach nur um...
die Trennung oder die Beziehung zu irgendjemandem geht. Okay. Unter anderem gibt es auch irgendeinen Song über, wie heißt er nochmal, der Typ von Full House? John Stamos? Nee, der Ältere. Bob? Moment, ich recherchiere. John Collier und Bob Saget? Nicht Bob Saget. Der einzige, wie heißt er denn? Moment. Das sind doch die einzigen drei Männer. Da ist er doch. Dave Coulier. Habe ich doch gesagt. Was hast du gesagt? Hast du gesagt? Ja. Oh, Joey. Sorry. Ja, ich weiß ja nicht, wie der hieß. Joey. Onkel Joey auf jeden Fall. Mhm. Dave Coulier auf jeden Fall. Darüber gibt es anscheinend auch ein Alanis Morissette. Wie heißt es jetzt? Ja. Genau. Alanis Morissette. Also die macht wohl viele Lieder über ihre Ex-Freunde. Ach krass, okay, das fand ich ja echt interessant jetzt. Hast du Change Up gesehen? Oder warte mal, wie heißt denn der auf Deutsch? Change Up zu Deutsch. Wie heißt der auf Deutsch? Wie ausgewechselt. Habe ich nicht gesehen, fand ich überhaupt nicht interessant. Ist es auch nicht. Es geht darum, dass Ryan Reynolds und Jason Bateman ist ein alleinerziehender Vater. Ryan Reynolds ist jemand, ja, so ein klassischer Single-Typ, der mit allen Frauen Sex hat. Und die beiden wechseln Seelen, Geist, keine Ahnung, weil sie beide in einen Brunnen pinkeln. Mhm. Unter anderem auch mit Leslie Mann und Olivia Wilde. Und zu Olivia Wilde habe ich eine ganz interessante Geschichte. Und zwar war ich vor 2 Jahren in New York und dann waren wir bei der Jimmy Fallon Show. Und Olivia Wilde war Gast bei dieser Show und dann standen wir, die ganzen Leute, und haben darauf gewartet, dass wir ins Studio rein dürfen. Und dann ist Olivia Wilde 2-mal an uns vorbeigegangen mit ihrer ganzen, hier mit ihren ganzen Leuten und so weiter, die auf sie aufpassen sollten. Und kein einziger der Gäste hat sie erkannt. Also, oh. Und sie ist tatsächlich extra noch einmal zurückgegangen, weißt du, dachte, oh, ich muss jetzt wahrscheinlich Autogramme geben und Fotos machen und hast so weiter. Hast du sie und denn erkannt? Nein, es hat sie echt niemand erkannt und das war also eigentlich eine relativ peinliche Situation für sie. Weil aber Olivia Wilde hat jetzt auch die erkennt man, wenn man sie sieht, aber ich glaube, wenn sie jetzt mal an der Straße, weil ich gucke jetzt nicht jedem Menschen ins Gesicht, der an mir vorbeigeht. Wobei, wenn ich auf der Jim, warum, also erstens mal, ich würde nicht zur Jimmy Fallon Show gehen, weil ich mag Jimmy Fallon nicht. Jimmy Kimmel ist cooler. Aber wenn ich bei so einer Show bin, weiß ich doch, dass da so Leute rumhängen, oder? Das Krasse. Und die ist echt, die ist 1 Meter von uns entfernt gewesen und die war ja natürlich aufgetakelt und vorbereitet auf die Sendung und so weiter und das hat sie einfach jeder ignoriert. Also lernen wir aus dieser Sendung, Elena gibt keinen Fick auf Olivia Wilde. Aber anscheinend kein anderer auch. Also Olivia Wilde hat ihr Geld nicht verdient, weil anscheinend kennt sie immer noch niemand. Tja, jetzt so kommen wir zum eher Absturz, sage ich jetzt mal, von Ryan Reynolds. Jetzt auch mit Change Up ja schon, also mit Wie ausgewechselt und Green Lantern. Als nächstes kommt Safe House mit Denzel Washington. Ja. Ryan Reynolds passt auf ein Safe House auf, Denzel Washington als einer der meistgesuchten Verbrecher aller Zeiten kommt in das Haus und Ryan Reynolds muss auf ihn aufpassen und fährt durch die Stadt. Ist ein dummer Actionfilm, der am Ende irgendwie vergessen hat, dass er ein Skript braucht. Und ja, die Story ist anscheinend nicht besonders, der Twist am Ende funktioniert nicht besonders, der Cast ist halt mit Denzel Washington ganz gut, aber es ist halt auch wieder ein Film, der heutzutage in Vergessenheit geraten ist, sage ich einfach mal. Und noch schlimmer ist der nächste Film, R.I.P.D. Das Rest in Peace Department. Weißt du, worum es in dem Film geht? Nee, gar nicht. Ryan Reynolds stirbt, erwacht wieder und ist dann mit Jeff Bridges unterwegs, um Geister zu fangen und umzubringen. Es ist wie Man in Black, nur halt das Tote einsammeln und nicht Aliens. Es ist kein erwähnenswerter Film. Ist auch einer der schlechtesten Filme von ihm wahrscheinlich. Ist glaube ich, laut Rotten Tomatoes auch der schlechteste Ryan Reynolds-Film. Oh je. Aber zum Glück hat er im gleichen Jahr 2 Animationen gemacht. Und zwar unter anderem Turbo, Die kleine Schnecke und Die Croods. Ich glaube, Die Croods war auf jeden Fall... Sind die Filme gut? Die Croods war auf jeden Fall erfolgreicher, meine ich, als Turbo. Und von The Croods kommt auch ein 2. Teil raus, demnächst. Hast du The Croods gesehen? Nö. Nee, ne? Kennst mich doch, ich gucke doch keine Animation. Ja, vielleicht zufällig, wegen deiner Freundin oder so. Vielleicht hatte ich auch Markus mal gezwungen. Nee, da bin ich eigentlich so gerade, wobei, nee, meine Freundin steht nur auf die ganzen Sachen von Illumination, also Minions und so. Ach so, naja. Auf jeden Fall geht's in The Croods.
um Höhlenmenschen und um so eine Steinzeitfamilie, die nach dem Verlust ihrer Höhle eine Reise in die weite Welt antritt. Also war ganz lustig, der Film. Turbo hat mich aber auch nie interessiert, im Gegensatz zu The Croods. Kommen wir deswegen wieder zu seinen Live-Action-Sachen, die er gemacht hat. Der nächste Film ist The Voices. Ist anscheinend auch ein Film, der ganz cool ist. Ganz kurz, es geht darum, um einen Typen, der sehr viel Probleme hat, mit Leuten zu reden. Also sehr, sehr introvertierter Mensch, der halt arbeitet, der mit ein paar Mädels zusammenarbeitet und eigentlich immer mit denen reden will, es aber nie so richtig schafft. Und als er es dann irgendwann mal schafft, eine zu überreden, quasi sich mit ihr zu treffen, merkt ihr halt, wie komisch er eigentlich wirklich ist, weil er hat halt so soziale Probleme, wirklich mit Menschen rumzuhängen. Und außerdem bringt er sie dann um. Und er ist halt auch so ein leichter Psychopath, das heißt, er hört immer so alle Tiere um sich rum reden mit ihm. Schizophren ist er. Ja, also er ist schizophren, also sein Hund redet mit ihm, seine Katze redet mit ihm, auch nachdem er die Frau umbringt, redet sie auch noch weiter mit ihm. Sehr, sehr schwarzer Humor, ist anscheinend auch ein sehr lustiger Film. Ich habe ihn halt damals nicht geguckt, weil ich das Cover schon dachte, ach Gott, Ryan Reynolds ist wieder zurück in die Schiene gefallen, wo er so Sachen wie ausgewechselt macht. Sieht echt billig aus, würde ich sagen. Aber anscheinend ist der Film richtig gut. Also der hat auch so ein Cult-Following mittlerweile. Also der Film ist halt lustig, aber halt sehr, sehr, sehr schwarzer Humor. Wenn man auf sowas steht, sollte man den Film wohl gucken. Okay. Und danach habe ich gar keinen Film mehr von ihm gesehen bis 2016. Das war einmal The Captive. Nach dem, was ich gelesen habe, Prisoners für Arme, seine Tochter wird entführt und dann kommt in so einen Vergewaltigerring und dann bla 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 und dann kommt sie wieder und Ryan Reynolds rettet den Tag. Die Frau in Gold habe ich mir nicht mehr drüber eingelesen und Mississippi Grind ist mit Ben Mendelsohn wahrscheinlich einer der Indie-Filme, die sehr, sehr gut waren mit Ryan Reynolds zusammen, aber Ryan Reynolds ist da in dem Film ein bisschen untergegangen neben Ben Mendelsohn, der halt einfach mit dem Film ziemlich davongelaufen ist und fast schon ins Oscar-Rennen anscheinend gegangen ist, weil er einen sehr guten, verzweifelten, Glücksspiel-süchtigen Loser spielt. Und Ryan Reynolds spielt so seinen Good Luck Charm, also der Typ, der ihm eigentlich helfen will. Und also da hat er so sich so eine Zeit lang versucht, ein bisschen mit den kleineren Indie-Filmen. Waren beide von A24, das Studio, das übrigens jetzt hinter Moonlight sitzt. Okay. Nochmal kurz zu den Filmen, die ich gesehen habe. Und zwar habe ich tatsächlich A Million Ways to Die in the West gesehen. Warum? Der schlechteste Film war, den ich je gesehen habe. Ich weiß auch nicht, warum ich ihn geguckt habe. Vielleicht hat mich jemand gezwungen, aber auf jeden Fall habe ich es bereut. Hast du auch Ted gesehen? Ja. Habe ich mich bei beidem geweigert, weil ich Seth MacFarlane, also sollte man nicht unterstützen, finde ich. Ja, auf jeden Fall hat sich auch nicht gelohnt. Ist ein bisschen blöd, der Film, wenn man das so ausdrücken kann. Er ist übrigens auch uncredited in dem Film. Also er hat nicht mal, er ist nicht mal in den Credits aufgeführt, Ryan Reynolds. So unwichtig ist er in dem Film. Ja, dann brauchen wir ja gar nicht darüber zu sprechen. Wie gesagt, überhaupt nicht erwähnenswert, nicht interessant, sollte man sich nicht angucken. Ist einfach blöd. Der letzte Film, zu dem wir noch kommen, bevor wir zu seinem aktuell größten Film natürlich kommen mit Deadpool, ist Selfless, der Fremde in mir. Wo es im Endeffekt darum geht, dass Ben Kingsley, ein alter Millionär, Milliardär, kurz vor seinem sicheren Tod nochmal versucht, alles zu retten, indem er sich in einen anderen Körper umswitchen lässt. Keine Ahnung, auf jeden Fall geht er halt zu so einer Firma und die zeigt ihm dann, hier, guck mal, Ryan Reynolds sieht gut aus, willst du den Körper? Ja, nehme ich. Und dann ist halt sein Geist plötzlich in Ryan Reynolds und so weiter. Und dann kommt raus, oh nein, das war ja gar nicht irgendein Körper, sondern dieser Mensch wurde umgebracht von dieser Firma, damit halt alte Menschen Geld dafür bezahlen können, dass sie einen jungen Körper können. Bla, bla, bla. Das Faszinierendste in dem Film ist, es ist mittlerweile der vierte Film oder zumindest mindestens der dritte Film, in dem Ryan Reynolds die Hauptrolle spielt in einem Film, wo sein Gehirn getauscht wird mit einem anderen Körper. Wie hieß jetzt Change Up schon wieder? Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Wie ausgewechselt, wechselt er ja mit Jason Bateman. In Selfless wechselt er mit Ben Kingsley. Im Jericho Project wechselt er mit, das muss ich selber nachgucken, das ist ein Film, der 2016 auch rausgekommen ist, wechselt er auch nochmal mit Kevin Costner. Dann in The Nines spielt er ja quasi drei Leute in seinem Kopf, die ganze Zeit so hin und her gehen. In Schizophren spielt er sich selbst und seine Tiere. Und in Frankensteins Monster
spielt er einen Jungen, der stirbt und dann sein Kopf und dann wird das Gehirn eines Serienkillers in seinen Kopf eingesetzt. Also irgendwie tendiert Ryan Reynolds dazu, in seinen Filmen mehrere Rollen zu spielen, weil irgendwann sein Geist ausgetauscht wird. Man weiß nicht warum, aber irgendwie ist das wohl sein Ding. Ja. Und jetzt kommen wir zu seinem letzten Film, den wir noch ansprechen sollten. Das ist Deadpool. Hast du Deadpool eigentlich gesehen? Nein, natürlich nicht. Warum denn nicht? Weil du ihn gesehen hast. Ach so. Okay. Hast du ihn gesehen? Ja, ja, klar. Ja. Deadpool vor allem natürlich dafür bekannt, dass es der erfolgreichste Film aller Zeiten mit dem R-Rating, Rated R, also ab 18 oder ab 17 in Amerika, ist es der erfolgreichste Film aller Zeiten, weil er, glaube ich, 500 Millionen oder sowas eingespielt hat. Und davor war es Die Passion Christi von Mel Gibson, der warum auch immer davor der erfolgreichste Film aller Zeiten war. Ich glaube, American Sniper ist jetzt auf Platz 3 abgerutscht damit. Der Film war ja jahrelang immer in Produktion und es hieß, der Film wird nicht gemacht, weil er ist nicht erfolgreich genug. Aber Ryan Reynolds halt mit seinem Ryan Reynolds-Charme hat immer gesagt, ich krieg das hin, wir machen diesen Film, wir drehen diesen Film, weil ich will Deadpool spielen und besser als in X-Men Origins Wolverine. Und der Film war verdammt erfolgreich und auch verdammt beliebt. Ich fand den Film nicht so super, weil das liegt aber weniger an dem Film, sondern einfach, dass er sehr spät in einer Reihe von Superheldenfilmen kam, wo ich einfach keine Lust mehr auf Superheldenfilme habe. Ich kann mich jetzt zum Beispiel, wie ich vorher schon gesagt habe, einfach nicht zu Logan ins Kino trauen, weil ich schon weiß, was ungefähr passiert. Und ich habe irgendwie keinen Bock mehr, diese Filme zu gucken. Wie schön diese Filme auch sind, ist es halt langsam sehr ermüdend. Also ich brauche mal vielleicht ein Jahr Pause, in dem ich keine Superheldenfilme gucke und andere Filme wie Moonlight und sowas gucken kann, bevor ich mich wieder an sowas rantraue. Deadpool war halt genau an diesem Punkt, wo ich irgendwann gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr drauf. Und es ist auch nicht wirklich mein Charakter, dieses ständige, sarkastische, nie seriöse vierte Wand durchbrechen zu jedem Zeitpunkt. Der Film ist natürlich lustig. Ich würde ihn auch jedem empfehlen, der den noch nicht gesehen hat. Es ist ein wirklich guter Film. Es ist ein guter Actionfilm und er nimmt die Superhelden-Sache schon sehr gut aufs Korn. Es ist halt für mich trotzdem kein Film für alle Zeiten. Also es ist nicht so das Hype-Ding, was viele Leute aus diesem Film gemacht haben. Also ich finde den Film interessant, aber mehr halt auch nicht. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich sonst zu dem Film sagen soll. Also, es kommt ein zweiter Teil. Es ist noch nicht ganz klar, wer neben Ryan Reynolds noch drin mitspielen wird. Es gibt aber sehr, sehr, sehr viele Gerüchte. Deswegen bleibt einfach dran. Weißt du, was Ryan Reynolds sonst noch in der Zukunft macht? Ja, die Croods 2, was ich ja schon erwähnt hatte. Dann Truth in Advertising 2019. Was ist denn das? Steht noch gar nichts zu. Was hast du gesagt? Truth in Advertising. Truth in Advertising habe ich hier nicht. Eine Tragikomödie, also in der der Werbefachmann Ryan Reynolds seinen Urlaub für einen neuen Arbeitsauftrag streichen muss und daraufhin nimmt er sich sein Leben genauer unter die Lupe und ja, mehr gibt es dazu gar nicht. Wo siehst du das denn? Steht hier bei mir in meinen Informationen. Im Jahr 2019 ist eine Komödie und ein Drama. Okay, also ich habe auf meiner Liste nämlich nur Deadpool 2. Ich guck mal ganz kurz, ob da unten noch bei mir irgendwas versteckt steht. Nö. Also ich habe Deadpool 2. Ja. Ich habe X-Force, wo natürlich auch Deadpool spielt. Ich habe Life und The Hitman's Bodyguard. Und ich habe sogar im Jahr 2020 Deadpool 3. Deadpool 3 ist bei mir auch ganz unten, ja. Also, ja, Deadpool wird natürlich jetzt noch ein paar Jahre spielen. Ich freue mich sehr auf Live, der in der nächsten Woche starten wird. Und The Hitman's Bodyguard klingt schon von der Erklärung absolut interessant. also uns wird auf jeden Fall Ryan Reynolds noch lang erhalten bleiben. Aber nach unserer Sendung, was wäre denn der Film, den du jetzt jedem Zuhörer empfehlen würdest? Nicht den Ryan Reynolds-Fans, sondern jedem Zuhörer. In seiner ganzen Karriere? Ja. Ach, schwierig. Echt schwierig, muss ich sagen. Also ich bleibe bei, für Comedy-Fans, Waiting, abserviert auf Deutsch. Meiner Meinung nach eine sehr, sehr unterschätzte Komödie aus der American Pie-Zeit und so weiter. Und meiner Meinung nach auch deutlich besser als eben hier Party Animals.
Und auf der Action-Seite auf jeden Fall Smoking Aces. Ja, der Film ist bescheuert, ja, der Film funktioniert an vielen Stellen nicht und ist total überdreht und hat viel zu viele Darsteller, aber genau diese Darsteller machen diesen Film so unglaublich geil, weil es so lustig ist, diesen Film zu gucken und diese ganzen Leute einfach zu erkennen, die in diesem Film sind. Mhm. Dann würde ich sagen, ich würde den Leuten vielleicht auch nicht empfehlen, wegen der Spannung. Dann darauf folgend Buried, eher für die Männer. Ja, und natürlich als kommendes Projekt Live. Warte mal, du hast Buried gar nicht gesehen. Nein, aber ich würde ihn persönlich auch gucken. Vielleicht immer noch. Mhm. Nachdem ich weiß, wie es endet, würde ich ihn mir trotzdem vielleicht irgendwann mal noch angucken, wenn ich nichts zu tun habe. Ich wollte diesen Film übrigens gucken. Er läuft auf keinen Streaming-Diensten. Das ist übrigens auch noch mein Tipp. Smoking Aces läuft auf Netflix und ich glaube, ja, auf Netflix und Amazon ist er übrigens auf beiden. Mhm. Wir haben hier schon wieder super geile Nebengeräusche. Was erwartet uns denn nächste Woche, Elena? Boah, was erwartet uns? Markus ist wieder da. Und da kann er sicherlich auch was uns zu unserem Hauptthema sagen nächste Woche, und zwar Animes. Ja, und warum? Ghost in the Shell kommt mit genau. Ex-Frau von Ryan Reynolds, Scarlett Johansson. Nächste Woche, wie gesagt, natürlich wieder mit Markus, frisch aus dem Urlaub wieder zurück. Und ich gucke einmal ganz kurz, was uns noch so alles erwartet. Ghost in the Shell, wie gesagt, Scarlett Johansson. Es geht natürlich nicht um Anime-Filme an sich, weil das wäre ein bisschen zu viel. Wir machen natürlich Real-Time-Anime-Verfilmungen. Also einfach, Real-Verfilmungen, die halt auf Anime-Vorlage basieren, weil alle Anime-Filme der Welt jetzt abzuhandeln, wäre doch ein bisschen viel. Was uns sonst noch erwartet, ist die versunkene Stadt Z, also Indiana Jones 2.0. Außerdem noch Tanner. Tanner, einer der Nominierten bei den diesjährigen Oscars, sage ich mal, für bester fremdsprachiger Film. Und natürlich The Boss Baby mit Alec Baldwin, wo er ein Baby spielt, das nachts zum Businessmann wird. Und sprechen kann. Richtig, hast du den Trailer dazu gesehen? Ja, gestern im Kino, weil ich doch Die Schöne und das Biest gesehen habe. Heilige Scheiße, was für ein Scheißfilm. Aber wir freuen uns natürlich auf unseren Talk über The Boss Baby. Und natürlich auch, wie gesagt, über die besten Anime-Live-Verfilmungen. Daher eine schöne weitere Woche. Guckt, Schön und das Biest, Empfehlung, ja, nein? Ja. Also guckt ihr Schön und das Biest im Kino, sonst Logan, alles andere, was sonst noch so läuft. Und nächste Woche natürlich live mit Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal und Rebecca Ferguson. Genau. Bis nächste Woche. Ja, zu unserer 25. Sendung.